Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil eines spannenden Horoskopes. Wozu diese Geheimnistuerei, diese Geheimniskrämerei? Naja, ich kann es euch ganz einfach verraten. Kanäle sind schon wegen weniger als so etwas gelöscht worden. Und insbesondere jetzt, ja, bis zu diesem Tag, wo dieses Ereignis stattfindet, ist natürlich das System unendlich gereizt, ja, unendlich aufmerksam und unendlich vorsichtig. Deswegen bitte ich euch um Verständnis, wenn ich nicht so weit Klartext spreche. Aber ich weiß, ihr wisst, um was es geht. Und wir schauen uns jetzt in erster Linie das 10. Haus an, weil bei diesem Ereignis geht es genau um das 10. Haus. Wir sehen, dass der Herrscher des 10. Hauses, also Spitze 10 im Steinbock, sich als Saturn in 10 im alten Domizil Wassermann befindet. Das ist einmal ein sehr positives Zeichen. Weiter sehen wir einen zweiten Faktor, das sind noch andere, das weiß ich, einen zweiten Faktor, der ganz exakt am MC steht. Und zwar ist es Pluto. Also das heißt, hier haben wir vordergründig einmal schnell gesagt, zwei Kontrahenten. Und dieser eine, der da, gedenkt, den da abzulösen. Und unsere Zeitungen verbreiten das ja wie wild und wie besessen. Für die ist das alles schon gegessen, erledigt, abgeschlossen. Aber das Horoskop sagt, nein, das ist nicht erledigt, das ist nicht abgeschlossen, das ist noch lange nicht gegessen. Und ich würde fast sogar sagen, dass das, was von den Zeitungen in den letzten Wochen kolportiert wurde, nicht der Wahrheit entspricht. Denn was ich hier sehe, ist eine sehr interessante Konstellation. Zunächst einmal schauen wir uns Sonne, Saturn und Jupiter an. Sonne befindet sich auf einem Grad Wassermann. Saturn befindet sich auf 4 Grad Wassermann und Jupiter befindet sich auf 7 Grad 22 Wassermann. Also das bedeutet, Sonne und Jupiter ergeben zusammen ungefähr 8 Grad. 8 dividiert durch 2 ist 4 und da steht der Saturn. Also das bedeutet, der Saturn ist exakt in der Halbsumme von Sonne und Jupiter. Ich weise auch darauf hin, dass Reinhold Ebertin in seinen Gestirnseinflüssen über die Kombination von Sonne, Jupiter mit Saturn nichts Gutes geschrieben hat. Ja? Das muss ich auch dazu sagen. Hier steht, Verlust der Arbeit, des Glücks, des Besitz, Erfolglosigkeit. Ich weise darauf hin, ja. Aber trotzdem, was ich jetzt sage, handelt gegen Ebertin. Er möge mir verzeihen, weil ich lese hier etwas anderes heraus. Hier ist eine Person. Es handelt sich um den, sagen wir, um den Chef. Ja? Und der Chef wird flankiert von der Sonne und vom Jupiter, von den beiden strahlendsten Faktoren, die das Horoskop anzubieten hat. Und das sehe ich in meiner bescheidenen Hobbyastrologie als äußerst positiv. Die Sonne ist die Herrscherin des 5. Hauses. Hier geht es nicht um Wachstum, um das angenehme Leben, um Sport, Freizeit, Spiel, Kreativität, Sexualität. Hier geht es um verborgene Eliten, die offensichtlich jetzt an der Oberfläche erscheinen. Denn wie ihr seht, alle Planeten sind dieses Mal oberhalb der Aszendentenachse. Also hier kommt etwas ans Tageslicht. Und was das ist, hören wir uns im nächsten Teil an. Ende.